Fange ich für die Leute, die das Video noch mal sehen. Hallo. Heute geht es um Plugins entwickeln. Ich werde so ein paar Sachen zeigen, wie man was machen kann. Nur mal so einen kleinen Anstoß, was für Möglichkeiten es gibt, weil mit Plugins kann man wirklich eigentlich alles, was man sich vorstellt, realisieren. Jo. Wir sind hier schön in Hamburg. Vielleicht hört man das auch schon ein bisschen an meinem Schnack. Moinsen. Ne? Darum geht's heute. Zu meiner Person, das sieht man ja auch sehr schön, das Bild. Das ist mein Twitter-Name, also wer irgendwas von mir möchte, kann mir da gerne schreiben. Oder unten links sieht man auch ein bisschen schlecht, das ist die Firma. Mit Joomla beschäftige ich mich seit der Version 1.5.9, also seit 2009 ungefähr. Und bin 2012, in Berlin war das, glaube ich, bin ich auch den JM Beyond Verein beigetreten, habe 2013 auch komplett das ganze Design und sowas alles gemacht. Und ja, das so zu meiner Person. Das andere findet ihr sonst alles im Netz. Ich habe auch einen eigenen Blog und naja, wie dem auch sei. Den kennt ihr, das hat er eben gerade schon gemacht. Ist ja keiner neu hier, ne? Steht da sonst. Und habe ich jetzt, okay. Und heute geht es darum, ich zeige euch, wie ihr im Frontend zum Beispiel eine Subtitle, wie ihr sowas hinbekommt. Wie ihr dann im Backend das Ganze so pflegen könnt. Wie ihr über die Parameter im Plugin, wie ihr darauf zugreifen könnt und die im Frontend auch ausgeben könnt. Wie ihr eine CSS-Datei aus dem Plugin laden könnt. Dadurch wird der Text davor eben in Rot angezeigt. Und wie ich zum Beispiel eine ganz kleine Datenbank habe, um Datenfelder in eine Datenbank zu speichern. Ja, man sieht da links, wollen wir den Subtitle speichern und dann sieht man die Content-ID, das ist die Beitrags-ID und Kontext ist das, was man in den Plugins immer bekommt, worüber man seine Plugins ein bisschen unterschiedlich aufbauen kann. Und das ist so eine XML-Struktur und das zeige ich aber jetzt alles live und dann fangen wir mal an. Also, wir haben ja vorhin schon gelernt, ich mache das mal ein bisschen größer. Gehen wir in den Präsentationsmodus und zoomen den Quellcode mal ein bisschen größer. Kann man das lesen? Ja, ne? Okay, also, brauchen für das Plugin, um das zu installieren, brauchen wir eine XML-Datei und sagen hier, wie ist der Plugin-Name, der Autor, den Autoren kann man eingeben, die Description, dann sagen wir, welche Files wir haben. Und hier habe ich einen kleinen Unterschied. Man sieht hier unter Language, dass ich den Language-Folder mit angebe. Und zwar lade ich die Language-Felder oder die Anweisung direkt immer aus dem Plugin. Weil ich keine Lust habe, wenn ich das Plugin packe oder irgendwas da hinzufüge, muss ich wieder in den Administrationsordner mir da meine Sprachdatei raussuchen und da die Felder hinzupacken. Also kann man mit einer richtig schnellen Anweisung über Folder Language deklarieren, hol mir da bitte die Sprachdatei raus. Dann braucht ihr nicht mit dem Language Tag das aufbauen, sondern das funktioniert auch so. Und die ganze Funktion von Overrides, das funktioniert auch alles. Das kriegt Joomla schon richtig mit. Dann haben wir hier den Media-Ordner, wo wir die CSS-Datei nachher drin haben. Dann ist hier die Installation der Datenbank vordefiniert. Und hier ist der Text davor, die Parameter. So, das ist die ganze XML-Struktur, die alles macht. Wenn man jetzt das Plugin installiert, hat man die Möglichkeit, vorhin haben wir ja gesagt, mit der Versionsnummer, das greift noch nicht in Joomla. Wenn man da eine Versionsnummer 2 oder sowas eingibt oder 5, dann installiert Joomla das trotzdem. Und dafür gibt es dann ein Skript, was ausgeführt wird. Ich mache das mal wieder größer. Und zwar ist das, wenn man den Dateinamen oder den Foldernamen, wir haben ja gelernt von der Namenskonvention, dass man die gleich nennen muss. Oha, ja, alte Kopie. Auf jeden Fall sieht man hier die Skriptdatei und dann gibt es verschiedene Befehle, kann man auch in der Dokumentation auswählen. Da gibt es Preflight und dieser wird, bevor das Ding installiert wird, ausgeführt. Und hier gucke ich, habe ich
Der Typ, der das installieren möchte, ist das der Discover-Install oder Install allgemein. Und ist die Version größer, also ist die kleiner als die, die ich hier angegeben habe und kommt dabei falsch raus, dann kommt das dabei richtig raus, dann bricht er den ganzen Prozess ab und sagt, ich kann das nicht installieren. Damit könnte man zum Beispiel kontrollieren, wenn man auf irgendwelche Funktionen drauf zugreift in dem Plugin, die in 2.5 nicht gehen, dass das nur in Version 3 installiert werden kann. Oh, Alter. Dann haben wir eben gerade gesehen, dass wir eine Datenbank hier installieren. Dafür brauchen wir in dem SQL-Ordner natürlich auch die Dateien, die das installieren. Und das ganze Plugin funktioniert nachher so, dass wir die Content-ID speichern und den Kontext und den Subtitle. Wenn ihr jetzt andere Felder speichern wollt, müsst ihr das natürlich erweitern. So, ich mache mal kurz einen Break und, naja, ist egal. So, schwitzig halt, ist mir auch egal. Wenn ihr das Plugin natürlich installiert, soll natürlich auch die Datenbank irgendwie wieder verschwinden. Also müsst ihr noch einen Uninstall MySQL machen und dann wird diese Datenbank dann halt oder die Tabelle auch wieder gelöscht. Das heißt, wenn ihr ein Plugin installiert, braucht ihr eben halt diese Struktur. Ich habe hier mal soweit eigentlich fast alles reingepackt, was man nur braucht. Und zwar einmal, wenn ich eine Datenbank mit installieren möchte, braucht ihr das. Habt ihr einen Media-File-Ordner, müsst ihr diesen Media-Bereich reinsetzen und braucht dann in dem Ordner natürlich auch, wenn ihr das packt, den Media-Ordner mit CSS. Und dann haben wir hier diese CSS-Datei. Warum steht da jetzt gerade nichts drin? Ist ja auch geil. Und genau. Ich habe das ja rüber kopiert. Dann gibt es ja zwei, das kann ich als Hinweis mal kurz machen, es gibt zwei Varianten, ein Plugin zu installieren. Einmal über Discover, das heißt, man überprüft unter Erweiterung und dann kann man daraus die Sachen installieren oder man lädt eine ZIP-Datei oder sowas hoch und dann wird das Ganze ja entzippt. Wenn man das mit Discover macht und hat ein Media-Folder, dann wird er im Installationsprozess nicht kopiert. Das heißt, man muss ihn per Hand rüber kopieren, als kleiner Hinweis. Das heißt, wenn ihr einen Ordner anlegt und installiert mit Discover und ihr fragt euch, wo ist mein Media-Ordner, den müsst ihr per Hand rüber kopieren. Das funktioniert nur, wenn das Ding entzippt wird. So, dann haben wir hier unten Configs. Da haben wir halt auch dieses Fields, was ich vorhin gesagt hatte, mit dem Tab in den Params. So würde man das machen. Man sagt hier Fields Params, dann wird das Ganze gerappt. Und hier habe ich dann halt meine Basics-Parameter. Das heißt, wenn wir uns das mal angucken, ich muss mal hier aus dem Präsentationsmodus wieder raus. So. Dann haben wir ja hier unter Plugins, ich habe das ja eben gerade schon installiert, das Plugin, damit es hier keine Probleme gibt bei der Installation. GD. Wo ist es? Einmal sortieren nach der letzten ID. Da ist es. So, Content-Demo-Plugin habe ich es genannt, auch nicht schlecht. Haben wir hier dieses Textfeld. Das ist das, was in dem Plugin, in der XML-Struktur hier deklariert wird. Und da könnt ihr natürlich auch irgendwas, wenn ihr sagt, irgendein Parameter, da soll individuell sein, dann könnt ihr das damit deklarieren. Das Ganze wird in der Datenbank gespeichert, wen das interessiert. Wir haben in der Datenbank die Extension-Tabelle. Und hier werden die ganzen Erweiterungen drin gespeichert. Und hier sieht man das Plugin, was ich installiert habe. Da sieht man hier den Namen, den Typen, dann auch nochmal den Elementnamen, damit er auch da den Ordnernamen findet. Sieht man den Mauszeiger? Ja. Und ganz rechts hat man hier Params. Und da wird in so einer JSON, ich weiß gar nicht, ob es in so einer JSON-Struktur sieht man hier den Identifier, das ist der Name, also die ID des Inputsfeldes. Das ist das, wo wir auch nachher drauf zugreifen können. Und den Value-Wert, der da drin gespeichert wird. Mal als Hinweis, wenn jemand auch sagt, ich will das Plugin deinstallieren, um den Installationsprozess zu testen, dann könnt ihr zum Beispiel auch hier reingehen bei Plugins und einfach die Datenbank, das Datenbankfeld hier per Hand rauslöschen. Weil wenn ihr es ja normalerweise deinstallieren würdet, würde ja auch der Ordner verschwinden. Das heißt, wenn ihr in der Programm... Ja? Wie sieht denn der Folder-Params aus? Der Folder-Params? Ja, unterhalb von Media. Der hier? In der Plugin. File-Struktur. Folder-Editor. Gar nicht da in dem Feld, in der PHP-Sprache. Da, hier. Da gibt es auch einen Ordner-Params.
Das hier? Hier. Ach so, das ist, da komme ich gleich zu, Das ist was ganz anderes. So, dann hier sieht man das dann. So, und wenn, dann kann man die Zeile zum Beispiel löschen und könnte dann mit Discover das Plugin wieder neu installieren, wenn man irgendwas, ne, dann ist der Ordner nicht weg. Okay. Jetzt ist es installiert und jetzt können wir mal ein bisschen zum Aufbau kommen. Wir haben hier die Language-Ordner, wir haben hier Layouts, das zeige ich auch gleich. Und ich mache das jetzt hier mal ein bisschen größer. So, du hattest vorhin mit this app, GFactory, holst du dir die App, aber das G-Plugin in Version 3 hat das automatisch, der hat einen eigenen Konstruktor. Ach so, kennt jeder überhaupt eine IDE? Womit programmiert ihr? Okay, also ich programmiere hier mit, wir können ja mal kurz so ein bisschen, ich springe jetzt zwar so ein bisschen hin und her, aber das ist eine echt coole Funktion in PHP Storm. Und zwar, wenn ihr jetzt diesen Quellcode habt, könnt ihr auch gucken, wo das deklariert wird. Das ist ja eine Klasse, die wir deklarieren und die ist eine Erweiterung von gplugin. Und wenn ich jetzt mit Command oder auf, ich glaube auf Windows ist das Steuerung oder so und ich klicke jetzt auf den Namen hier rauf, dann springt mir PHP Storm zu der Klasse hin, wo sie deklariert wird. Und hier sehen wir dann auch im Konstruktor irgendwo hier unten, na ist doch egal, wird hier das, was er vorhin gemacht hat, wird das hier schon deklariert, deswegen brauchen wir das nicht machen. Und damit wir darauf zugreifen können, müssen wir mit Protected App, weil wir mit this App drauf zugreifen, sondern gucke ich ja hier zum Beispiel in this App ist Site, jetzt bin ich im Frontend, lade mir mein JavaScript aus dem Media-Ordner rein. So. Aber das Erste, was wir ja machen wollen, ist, wir wollen ja den Subtitle überhaupt im Backend in dem Formularfeld haben. Also wir wollen, wenn wir hier auf Inhalte jetzt gehen, Beiträge und hier einen neuen zum Beispiel anlegen, wollen wir hier gerne dieses Feld haben. Um das zu machen, haben wir vorhin ja gelernt, onContentPrepareForm ist der Trigger, der ausgeführt wird, um das Formularfeld zu bearbeiten. Dann steht in Kontext dieser Name drin. Und jetzt möchte ich einmal ganz kurz wirklich was Cooles zeigen. Wenn jemand wirklich programmiert, wer macht andauernd VAR-Dump von euch, um irgendwelche Variablen oder sowas Okay. Bei einer IDE, Eclipse, PHP Storm oder sowas, gibt es ja den Debugger. Xdebug, ob ihr das irgendwie kennt. Also bei mir auf dem Mac ist es so, wenn ich zum Beispiel mump, ist das schon mit drin, ich kann es aktivieren über die Einstellung. Jetzt kann ich aber zum Beispiel, und das ist wirklich wichtig in den Plugins, hier zum Beispiel einen Breakpoint setzen und hier oben schmeiße ich meinen Listener an. Das habe ich so konfiguriert, zeige ich gleich, dann kann man das vielleicht auch selber bei zu Hause so einstellen. Und wenn ich jetzt dieses Feld hier neu lade, dann springt mir der Debugger, hält hier an bei dem Breakpoint und ich habe hier die Variablen, die drin sehen. Und ich sehe auch genau hier auf der linken Seite, wie der Zyklus war, was als erstes geladen worden ist. Als erstes ist die Index.php geladen worden und so weiter und so fort. Und so könnte man dann nämlich auch schön gucken, wo ist überhaupt der Trigger, der ausgeführt wird. Wir haben ja vorhin im Quellcode gelesen mit dem Dispatcher on ContentPrepareForm, dann werden ja wieder die Variablen gesehen. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel reingehen und sehe gModelForm und sehe DispatcherTrigger onContentPrepareForm und kann dann genau sehen, wo wird das überhaupt aufgerufen. Und ich sehe dann auch genau zu dem Zeitpunkt, wenn ich hier irgendwo was anklicke, hier links auf der rechten Seite, seht ihr, welche Variablen da sind. Und wenn ich jetzt hier durchspringe, zeigt ihr mir auch genau an, was zu dem Zeitpunkt überhaupt Variablen überhaupt zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn ich hier reingucke, dann sehe ich, hier wird Form übergeben und Data. Und wenn ich hier in Form gucke, dann sehe ich hier in dem, den Namen. Content, das ist das, was als Plugin nachher als Kontext ankommt. Und ich predige dir das ja auch. Das funktioniert, ich sag mal, am einfachsten lokal. Man kann über bestimmte Sachen das auch extern machen, dass man auf seinem Server, wenn man da die Zugriffsrechte hat, dass man da X-Debug und sowas und dann Remote debuggt. Aber
ganz ehrlich, entwickelt lokal, nimmt eine IDE, richtet euch Xdebug ein, das erleichtert euch echt das Leben und mit PHP Storm 9 ist sogar hier Inline-Highlighting drin. Das heißt, ihr seht hier auf der Seite in Grau, wenn ich jetzt hier zum Beispiel durchsteppe, ich kann jetzt zum Beispiel auch einen Step weiter sehen und dann sehe ich hier in Kontext, steht die Variable jetzt drin. Und ihr seht, was da drin steht. Also ich kann das wirklich nur ans Herz legen, benutzt eine IDE, Xdebug, wenn ihr programmiert, das erleichtert euch echt das Leben. Weil ihr dann auch jetzt zum Beispiel genau seht, ich will irgendwie das verarbeiten, wie komme ich überhaupt da ran? Und hier sehen wir dann auch in Data, ist alles null, weil ich einen neuen Beitrag anlege. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann hier einmal kurz durchspringen und lade hier zum Beispiel mal einen neuen Beitrag. Ja, jetzt haben wir den anderen Fall. Man sieht, dass das Plugin jetzt schon wieder getriggert worden ist. Und ich bin aber auf der Übersichtsseite, wo alle Beiträge sind und nicht im Com-Content-Artikel. Und das sieht man nämlich jetzt schön, wenn ich hier weiterspringe, steht hier Com-Content-Articles-Filter. Also ich bin in einer anderen Ansicht. Und damit diese Plugins nicht andauernd getriggert werden, ist es wichtig, dass ihr vorher überprüft, bin ich überhaupt in dem Bereich, wo ich was verändern möchte. Also solltet ihr immer vorher gucken mit einer If-Schleife, wo bin ich überhaupt und soll jetzt das ausgeführt werden. Weil diese Plugins, der Trigger, der wird an so vielen Stellen ausgeführt im Quellcode. Das ist auch schön bei der IDE. Es gibt so eine schöne Funktion, die nennt sich Durchsuchen des ganzen Quellcodes. Und ich weiß, ein Trigger wird ausgeführt mit, was weiß ich, Dispatcher, Trigger, irgendwas. Und wenn ich das jetzt hier mal eingebe, ich habe jetzt hier oben im Quellcode, ich weiß nicht, kann man das lesen einigermaßen? Ja, Trigger drinne. Und ich lasse jetzt mal kurz mein ganzes Projekt durchlaufen, um zu sehen, wie viele Triggerstellen gibt es überhaupt in Joomla. Ja, so, zack, da hinten die Schweifklammer dran. Bett, ach komm hier. So, dann such so. So, es gibt 283 Stellen, wo ein Trigger ausgeführt wird in Joomla. Ja, und wir haben vorhin in der Matrix gesehen, es gibt im Moment, die bekannt sind, 65 also Events. So. Aber wichtig ist, dass ihr vorher, wenn ihr sagt, okay, ich will jetzt irgendwas erweitern mit Kontext, überprüft überhaupt, ob ihr an der richtigen Stelle seid. Dann haben wir hier dieses JForm at Form. Das ist das, womit wir jetzt sagen, also wir haben ja in dem Form-Objekt, wenn man jetzt hier zum Beispiel auch reinguckt in Debugger, sehen wir hier die XML-Struktur. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann sehe ich, welche Felder habe ich überhaupt in den Plugins. In Search und so weiter und so fort. Aber ich bin ja jetzt gerade in, ich setze mal den Breakpoint hier. So. Ich gehe jetzt hier auf einen Beitrag, den ich schon angelegt habe. Er springt mir wieder rein zum Debuggen. Und ja, gut. Das soweit zum Debuggen. Aber machen wir mal ein bisschen weiter, sonst verhaspel ich hier mit meiner Zeit. Gut, wir wollen das Ganze erweitern, das ganze Formular. Wir wollen das Subtitle ranhängen. Also müssen wir hier dem JForm, der Klasse mit addForm, das ist eine Methode, sagen, okay, nimm bitte diesen Ordner hier und mit formLoadFile sagen wir, okay, füge diese Datei hier ein. Und der letzte Parameter hier sagt zum Beispiel, habe ich irgendeinen Namen, der da schon drin existiert, zum Beispiel der Title ganz oben und habe ich den in meinem Formular auch drin. Dann kannst du mit foo sagen, okay, du überschreibst den. Man kann dann sozusagen Formularfelder, die schon vorher deklariert sind, überschreiben und was anderes erladen. Hier unten ist diese Magic, was ich vorhin gesagt habe, um G-Layouts zu machen. Ich hatte, wer war das vorhin, der das gefragt hatte? Ich glaube, das war, genau. Es gibt eine Funktion G-Layout Helper, Default Base Pass, und hiermit sage ich, okay, du hängst da bitte jetzt was ran. Und zwar guckst du hier in meinem Plugin-Ordner in dem Com-Content, in Layouts, und dann hat man hier diese normale Struktur, die ihr von Layouts kennt. Also es ist ja so, wenn Joomla jetzt irgendwie, wenn wir uns das hier angucken, in Com-Content, View, Article, Default, Edit. Wenn wir da reingucken, dann sehen wir ja hier an der Stelle hier unten G-Layout Helper, Render, und dann wird gesagt, okay, im Ordner Joomla, Edit, nimmst du die Datei Global. So, und um jetzt das vernünftig zu strukturieren, sage ich, okay, ich habe hier eine eigene Datei, geschrieben, Title Alias. Und hier hänge ich hinten einfach unten ran das Render Field und render meinen Subtitle raus. Und somit hättet ihr dann die Kontrolle eurer Formularfelder
selber aufzubauen, vom Styling her. Ansonsten müsst ihr alles in Params reinhängen. Das ist ja genau das, was wir ja nicht wollen. Wir wollen es in einer extra Datenbank speichern. Okay. Kommt ihr noch mit? Nee, ne? Schon abgeschaltet. So, dann ist es ja so, on Content Perform, wenn wir was gespeichert haben, wollen wir ja auch die Daten bekommen, den Subtitle, damit das in dem Inputfeld drin steht. Das Data wird ja von dem Model ausgeführt von ComContent. Das heißt, er holt sich die ComContent-Tabelle, die ganzen Felder, die in dem Artikel drin stehen, aber er weiß ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass wir das Subtitle irgendwo gespeichert haben. Also müssen wir hier sagen, okay, ist der Datentyp neu, dann führst du das nicht aus, weil dann haben wir ja noch kein Subtitle, aber existiert der Artikel schon, dann steht hier die, zum Beispiel die ID 12 zum Beispiel drin und dann sage ich hier, das ist eine Funktion oder eine Methode, die ich hier in der Klasse geschrieben habe, hol mir doch bitte die Daten, weil diese Funktion oder die Daten, die brauche ich an zwei Stellen und hier übergebe ich dann einfach den Kontext, ComContent-Artikel und zwar haben wir hier in der Tabelle die ID und den Kontext und in der Tabelle will ich ja die Daten hier haben, ich will den Subtitle raus haben. Und wenn man hier ganz unten guckt, ist hier die Funktion, da übergebe ich den Kontext und das Item, referenziere und hier mache ich schön die Datenbankabfrage im Quellcode und sage, okay, habe ich einen Datentyp überhaupt bekommen? Ich kann das hier mal einrücken oder eine geschweifte Klammer drum machen, dann ist das ein bisschen sauberer. So, ist der Datensatz, enthält er was? Dann weist du dem Item das Subtitle zu. Und somit wird automatisch mein Formularfeld damit ausgefüllt. So, dadurch hättet ihr jetzt es geschafft, das Formularfeld zu erweitern. Und wenn ihr was schon abgespeichert habt, das auch wieder zu füllen. Das machen diese beiden, macht diese Methode. Und dann wollt ihr natürlich ja den Datensatz auch irgendwo hinspeichern. Also müsst ihr nach dem Speichern on Content before Save, on after Save, hier ist es da, müsst ihr das ja irgendwo hinspeichern. Und hier sage ich wieder, überprüfe ich, bin ich in Content-Artikel. Da muss ich mir, weil das Item wird ja schon gespeichert, es wird ein Validate gemacht und er schmeißt dann in diesem Data-Objekt, Joomla schmeißt alles raus. Und deswegen müsst ihr mit this app input get form eure Formularfelder holen. Ich kann das einmal kurz, ich setze mal hier einen Breakpoint, dann ist das ein bisschen besser zu sehen. Ich mache hier mal eine 2 hinter und speichere jetzt ab. Dann springt er mir hier hin und in dem Item-Objekt, was er gespeichert hat, stehen hier die Felder drin, die Joomla standardmäßig speichert. Und da steht nichts von Subtitle drin. Und um an Subtitle dran zu kommen, um an das Formularfeld, gibt es hier unten das Post-Objekt, das ist ja standardmäßig, G-Form. Und hier steht unten irgendwo, müsste Subtitle, da steht Subtitle. Und damit ihr an das rankommt, müsst ihr hier mit this app input get euch das holen, sagt, ich möchte das gerne als Array haben und könnt dann dementsprechend hier, holt ihr euch die Item-ID, weil die müsst ihr in der Datenbank ja speichern und sagt dann, okay, habe ich hier schon einen Eintrag, gibt es den, weil dann muss ich ja entweder ein Update oder ein Insert in der Datenbank machen. Jetzt will ich ja ein Update machen, weil ich Subtitle 2 geschrieben habe. Also guckt ihr einmal vorher in der Tabelle, habe ich hier einen Eintrag mit der ID 12, dann machst du in dem Exist ein Update. Und über dieses Data Mapping schreibe ich hier im Subtitle aus dem Form das Subtitle rein und speichere das Ganze in der Datenbank. Und somit ist es dann in der Datenbank gespeichert. So, dann ist es aber ja so, im Frontend, ich habe sie zeitmäßig, ach, sieht ganz gut aus, 23 Minuten. Im Frontend ist es ja so, wird der Artikel ja standardmäßig ganz normal ausgegeben, ohne dass da irgendwo das Subtitle ausgegeben werden soll. Jetzt müsst ihr ja ein Override anlegen und das dem Artikel zuweisen. Damit der Kunde das nicht andauernd immer in den Optionen machen muss, kennt ihr das, wie ihr das zuweist, ein Override, einen Layout-Ordner? Also das macht ihr über Optionen. Also ich muss mal hier kurz mal durchsteppen, Entschuldigung. Mal durchlaufen. So. In der Option gibt es hier unten alternatives Layout. Und dieses alternative Layout habt ihr hier unten, ich muss mal hier runterscrollen, da sind in meinem Template schon verschiedene drin. Und jetzt müsste der Kunde, okay, ich habe den Subtitle gesetzt, habe den eingegeben, dann müsste jetzt der Kunde reingehen und das immer auswählen, damit der Subtitle auch im Artikel vorne ausgegeben wird. Und damit das
automatisch passiert, sage ich on content before save, weil der Artikel, das Artikel-Layout, der wird ja in com-content gespeichert. Und das, damit dann, dass da schon vorhanden ist, muss ich das natürlich vor den Speicherprozess machen. Also gucke ich hier, wieder hole ich mir mein Form-Objekt, hätte ich auch ein, und sage, was habe ich in den Attributen überhaupt drin? Ich kann hier gerne mal wieder den Breakpoint setzen, dann sieht man das auch. Ich speichere wieder ab. Hol mir mein Form. In den Attributen, wenn man jetzt in das Data-Objekt, ist ja das, was Joomla-mäßig der Standardartikel ist. Und wenn man jetzt hier in Attributes guckt, dann sehen wir hier den JSON-String. Und den muss ich natürlich erstmal wieder zerpflücken. Also mache ich hier mit JSON-Decode, speichere ich mir das in Attributes rein. Und wenn ich mir jetzt hier die Variable angucke, hat er mir hier das schön zerpflückt. Hier stehen die ganzen Variablen drin und hier steht Artikel-Layout kicktemp Doppelpunkt GD 1512. Ich mache das mal ganz kurz und lege mal einen neuen an, dann seht ihr nämlich, warum das Ganze überhaupt so gemacht wird. Also vorher hinten einfach nur eine 0 schreiben. So, neu. Test 2. Hallo. Ihr da. So. In Optionen habe ich hier unten nichts gespeichert unter Artikel-Layouts. Ich habe den Subtitle jetzt erstmal so gelassen. Der ist jetzt hier drinnen ausgefüllt. Wenn ich jetzt hier auf Speichern klicke, kommt On Content Before Save. Im Data-Objekt stehen die ganzen normalen Sachen drinnen. Und in meinem Form habe ich jetzt den Subtitle. Und jetzt sehen wir in den Attributes, das Artikel-Layout hier unten, das ist nämlich ganz wichtig, da kommen wir nämlich gleich zu, Artikel-Layout leer ist. Und jetzt sage ich, okay, hier habe ich das nämlich gesagt, ist Form-Title, ist das gesetzt, ist da was drinne? Dann schreibst du in das Artikel-Layout kicktemp gd15.de rein. Und ansonsten, wenn das gesetzt ist, speicherst du ganz normal das, was schon drinne war, rein. Und das Ganze übergibst du dem Data-Objekt wieder, so dass Joomla das auch abspeichern kann. Wenn ich jetzt hier speichere und durchspringe, dann sehen wir, dass nach dem Speichern hier unten jetzt das Kicktemp-Layout drin ist. Und wenn ich jetzt hier mal auf GD, das ist ein Artikel, ein ganz normaler einzelner Beitrag, wo das Layout geladen wird, hier raufgehe, dann sehe ich hier schön, dass der Subtitle ausgegeben wird. Und das Ganze, wenn man sich das anguckt, haben wir hier in dem Template-Ordner, also ich bin jetzt hier noch in Plugins drin, hier unten habe ich mein Template und hier in Layouts, com-Content, Artikel, habe ich hier das gd15.de und hier an der Stelle sage ich, okay, habe ich in dem Item-Objekt Subtitle, dann gibt die mir aus. Und damit ich diesen Datensatz bekomme, muss ich per Plugin on-Content before Display, wolltest du was fotografieren? Okay. On Content Before Display muss ich mir ja den Datensatz erstmal aus der Datenbank holen. Und da gucke ich ja auch wieder, bin ich im Content Artikel, ist das überhaupt ein Eintrag, der schon existiert, dann brauche ich sonst vorher gar nicht den Datensatz rausholen, gehe wieder hier in meine Methode getDBContent und hole mir den. Und wenn man hier reinguckt, referenziert er wieder auf Item und damit steht mir dann im Frontend der Subtitle zur Verfügung. Und damit habt ihr alle Möglichkeiten. Also ihr könnt wirklich über die Formularfelder, XML-Felder, könnt ihr das erweitern, wie ihr wollt und auch unterschiedlich aufbauen. Durch den Parameter, könnt ihr die Tab-Felder selber auch deklarieren. Dann müsst ihr das nicht in Params speichern, sondern ihr nehmt euch einfach hier Joomla, guckt ihr hier in Layouts zum Beispiel, ihr sagt, okay, ich möchte gerne irgendwie irgendwo was hier rein haben. Ich hatte nämlich keine Lust, einen Override für das Edit anzulegen. Normalerweise wäre das ja fast ein Core-Hack dann. Ne? Also ihr müsst euch das ja so vorstellen. Das Feld hier wird ja schön hier oben rausgegeben. Und standardmäßig ist es ja so, dass Joomla das ja nicht macht, sondern ihr würdet über Params, über JSON, über ein Fieldset, das hast du ja, glaube ich, gemacht, ne? Dann wird hier so ein Tab reingehängt und das Ganze wird in Params gespeichert. Wir wollen aber ja den Subtitle in der Datenbank haben, deswegen können wir das nicht in Params setzen. Und
Ja, durch diesen Layout-Override habt ihr gesagt, okay, guck mal in das Plugin rein, da gibt es auch einen Ordner Layouts und da guck mal, ob da irgendwie ein Override drin ist und dann könnt ihr dementsprechend da, was ich hier gemacht habe, das da reinsetzen. Na? Gut. Natürlich, wenn der Datensatz gelöscht wird, müsst ihr das ganze Ding ja auch irgendwie in der Datenbank löschen. Also gibt es on after delete, sagt ihr, okay, ist der Beitrag gelöscht worden, dann muss ich natürlich das auch aus meiner Datenbank löschen. Ja, dann haben wir on content before display behandelt, das heißt, damit kriegt ihr den Datensatz raus, vorne im Frontend. On content after delete ist, um das zu löschen zum Beispiel, wenn ihr das gelöscht habt, müsst ihr das auch aus der Datenbank löschen. On content after save, das müsst ihr haben, um euer Subtitle in der extra Datenbank zu speichern. Das bräuchtet ihr jetzt zum Beispiel nicht, wenn es in Params gespeichert wird. Dann macht das Joomla automatisch. Da guckt Joomla, okay, Gform Params, Subtitle, dann würde das nämlich schön bequem. Das kann ich mal kurz machen. Ich kann mal hier zum Beispiel, wir können das ja mal kurz erweitern. Ich sage hier, in Params Artikel sage ich Fields. Weißt du noch, wie das war? Ja, ich guck mal hier ganz kurz, ich guck hier einmal mal ganz kurz in meinem Kickterm-Params, da habe ich es drin. Field Steel Names Params, genau da ist es. So. Und dann sagen wir hier Artikel. So. Da machen wir hier das Field dazu und hier das Field. So. Das Ganze können wir dann, keine Ahnung, Joomla 15. Besser? So. Also, ich sage hier Fields, damit deklariere ich, dass er das bitte in Params speichert. Über das Fieldset kann ich hier über den Namen, den Tab-Namen nachher bestimmen. Und alles, was ich jetzt hier zwischenpacke, zum Beispiel auch den Subtitle, der muss natürlich Subtitle 2 dann heißen, wird dann in Params gespeichert. Wenn man sich das jetzt hier Ganze anguckt, ich lade das mal neu. Dann sehen wir jetzt, wir jetzt einen neuen Tab haben, der ist nicht übersetzt worden. Wenn ich hier reingehe, wird jetzt das Feld hier angezeigt. Und wenn ich mir das hier einmal angucke, von der Struktur her, dann sehen wir, dass jetzt hier Gform Params steht. Und das kann Joomla normal verarbeiten, wenn ich jetzt hier was reinspeichere. Ich gehe hier einmal spaßeshalber, ich aktualisiere das hier mal ganz kurz. So, ich glaube, ich bin in 3 drin, genau, in 13. Jetzt gucken wir hier unter Com Content, da ist mein Artikel 13, den ich ja gerade behandle. Und hier gibt es ja Attributes. Gibt es auch ein paar Rahmen? Nee, Attributes. Genau. So, jetzt speichere ich das ab. Ah, komm, Breakpoint raus. Den auch. Dann, hä? Der Vorführeffekt, ja. Das hatte ich auch nicht einstudiert. Fields, bla bla bla. Normalerweise müsste das. Normalerweise. Ich guck mal ganz kurz in die Datenbank. Refreshen. Ich stehe jetzt ganz hinten am Ende. Leider nicht. Ich glaube, das ist auch nicht Params, sondern Attributes, Mann. Meine Fresse. Das muss er natürlich auch. Das können wir auch nachgucken, wie das heißt. Und zwar gucken wir hier einfach in ComContent. In den Model, da haben wir das Formular, was den Artikel generiert. Da haben wir den Alias-Kram und hier unten müsste auch irgendwo Meta, Fields, Fieldset, Attributes muss das natürlich heißen. Also, Artikel, Fieldset, nicht Params, sondern Attributes. Das heißt, wenn ich jetzt hier was reinspreche, ich muss natürlich hier vorher laden, damit das da drin steht. Wenn ich es jetzt abspeichere, sollte das drin sein. Ja, danke. Ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. So, localhost GD15. Wenn wir jetzt nämlich hier reingucken im Content, Artikel 13, hier, dann sehen wir Attributes am Ende, steht da jetzt Subtitle 2 drin. Dann braucht ihr nicht dieses Save, bla bla bla, kümmert sich Joomla eigentlich komplett drum dann. Ja, und wir haben ja noch diese schöne
Params, was wir über das Plugin ja noch haben. Da haben wir ja Parameter abgespeichert. Ah, super. Ich sehe irgendwo eine Steckdose. Und da ist mein Netzteil, wenn das magst du, Guido, magst du einmal da hinten mein. Nee, ist doch hier frei. Ist doch hier eine frei. Danke. Wir haben ja vorhin in der XML-Struktur im Plugin ja ein Input-Feld hinterlegt. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal in Plugins gehen, in das Content-Plugin haben wir hier auch ein Feld. Das steht ja in den Extensions, in den Plugins auch rein, in den Params. Und die Params von Plugins stehen uns in der ganzen Klasse immer mit this-Params zur Verfügung. Und jetzt können wir einmal kurz gucken, wo ich das habe. Da. On Content Before Display und bin ich in der Seite, sage ich okay und habe ich was in dem Params drin reingespeichert, dann weist du dem das einfach dem Item hinzu. Das heißt, mir steht im Frontend unter this Item in dem Objekt mit Text, es steht mir Text Before zur Verfügung. Das heißt, ich kann in meinem Override, was ich gemacht habe, in da ist er, kann ich hier mit this Item, Text before, mache ich eine Überprüfung und rendere meinen Text damit raus. Das heißt, wir können auch Plugin-Parameter mit ausgeben. Ja, ich glaube, ihr seid erschlagen. Ich mache mal einen Break hier. Aber auf jeden Fall sind das wirklich schon echt krasse Basics und, also was heißt Basics, sind wirklich schon ein großer Einschnitt und damit könnt ihr ziemlich viel machen. Also damit könnt ihr ein Formularfeld ausgeben. Das Schöne ist, ihr könnt dann jetzt zum Beispiel auch den Subtitle durchsuchbar machen. Das heißt, ihr müsst euch ein Search-Plugin zum Beispiel schreiben und könnt dann auch das über die normale, globale Suche von Joomla durchsuchbar machen. Weil standardmäßig, wenn ihr es in Params speichert, ist es nicht durchsuchbar. Weil, ja, wäre auch einigermaßen durchsuchbar, aber das macht nicht Sinn, einmal Attributes oder Params in der Datenbank mit auszulesen. Frank, du hattest eine Frage? Ja. Das kann ich dir nicht einmal zeigen. Auf der Dings, ne? Stimmt. Wo ist Mump? Da. Mump. Einmal öffnen hier, da ist es. Dann gibt es hier so schöne Bearbeitungsablagen, Vorlagen, PHP. Die aktuellste Version, ganz unten, kann ich das irgendwie größer ziehen? Geht das mit Plus? Nee, geht auch nicht. Oh, was ist denn das? Habe ich eben gerade gedrückt. Habe ich auch schon ausprobiert, geht auch nicht. Aber ich kann noch ganz bequem einmal das Ganze hier kopieren. Dann habt ihr das in dem Video auch drin, sag hier. Neue, ach keine Ahnung, neues File, xdebug.txt. Nein. Ha! Da, bitte einmal kopieren. Damit macht ihr das. Ihr müsst euch das natürlich vorher. In den meisten ist es schon installiert, aber hiermit kannst du sagen, xdebug remote enabled, localhost, den Port, Autostart. Ja, das ist, da müsste man eine eigene Session drüber zu machen. Da gibt es so viele Parameter und so viele Einstellungsmöglichkeiten. Im MAMP kriegt man das über die Parameter, gibt es auch genug Videomaterial im Internet. Kurze Frage. Ja? Hattest du diese Webseite mit PHP vorher schon gestartet oder hast du dich irgendwie mit PHP Storm vorher gestartet, oder? Ja. Nee, also ich mache das so, dass ich ja den Remote und xdebug, also ich mache ja eine lokale, ist eine lokale Testumgebung, mit MAMP habe ich mir das aufgesetzt und wenn ich in die Einstellungen, ich weiß nicht, PHP Ini kennt jeder wahrscheinlich, ne? Irgendwie so ein bisschen, wenn man sich so ein paar Sachen ausgeben will, gibt es solche Seiteninformationen, PHP-Informationen und in denen, wenn ich jetzt hier nach xdebug suche und da nichts finde, weil ich es falsch schreibe,
Da sieht man, okay, welche Version benutze ich, welchen IDE-Key habe ich da hinterlegt und was für Einstellungen. Man muss im PHP Storm normalerweise oben auf Action, genau, dadurch, genau, und deswegen gibt es, habe ich hier eine Sondergeschichte mit Remote Auto Start drin, so dass das eigentlich immer im Hintergrund immer läuft. Du musst ja normalerweise ja sonst im PHP Storm, dann sagst du mit dem Session Key, dann musst du den Session Key dahinter legen und der muss ja dann gleich sein, der wird übergeben und dann hast du oben in der URL immer die ganzen Parameter mit drin. Und damit man das nicht macht, kann man hier oben einfach den Listener anschmeißen. Ich muss natürlich vorher in den PHP-Konfigurationen X-Debug, wo ist denn das? Ich glaube, das ist falsch. Ich muss hier, glaube ich, auf File, Default Settings, Debug, so, PHP Storm, Debug, da habe ich den Port und irgendwo müsste auch noch Advanced Settings steht da der Settings Key. Irgendwo müsste noch irgendwo der IDE Key hinterlegt sein. Standardmäßig hat den, glaube ich, sowieso PHP Storm gesetzt. Und ja. Okay. Ich wollte noch mal ganz kurz, so noch irgendwelche Fragen. Ich wollte noch mal so ein paar Beispiele sonst kurz zeigen. Ich habe zwar nur noch 5 Minuten, aber es gibt so ganz lustige Geschichten, die man machen kann. Ich wollte euch einmal, das schmeiße ich den nächsten nämlich auf den Markt, ein Killer-Plugin zeigen. Und zwar, jeder kennt das Problem, der Kunde lädt irgendwelche Bilder hoch in den Beiträgen oder hat eine Vorschau oder wie auch immer. Und nehmen wir doch mal zum Beispiel diesen Beitrag hier. Ich habe hier so einen Testbeitrag, um das einmal zu demonstrieren. Bilder verkleinern heißt er. Jetzt kommt der Kunde und lädt hier so ein schönes, fettes Teil rein. Und man hat so ein Layout, man kann auch die Bilder hier zum Beispiel auch reinladen und dann sagt man, ja, lad das Bild nicht bitte größer als 400 Pixel oder sowas rein und nicht in der und der Auflösung, hast du nicht gesehen. So, jetzt habe ich dieses Bild hier, habe den, ich muss den eine CSS-Klasse leider mitgeben, ich weiß jetzt zwar nicht, warum er hier so ein bisschen abkackt. Schließen wir das Ganze mal und machen einfach den Editor ausmachen. Dann sehen wir hier Test-Image. Und zwar habe ich ein Plugin geschrieben, das durchsucht den, warte mal, hänge ich hier im X-Debug, irgendwie läuft der hier gerade, ne? Oder? Ne, ich mache den mal hier aus. So. Und zwar habe ich hier unter Plugins Resize Images. Folgendes passiert. Im Frontend, das Frontend wird geladen, ich ziehe mir den ganzen Bodykram raus und gucke nach Images. Und gucke nach Images mit einer bestimmten CSS-Klasse und kann über diese CSS-Klasse, hier oben ist sie, sagen, wie groß das Bild sein soll. Das heißt, das Plugin guckt nach Images mit der CSS-Klasse TestImage und sagt, du darfst nicht größer als 400 breit sein und 300 hoch. Und dann gibt es ja verschiedene Crop-Funktionen, dass das Bild auf das Endformat gebracht wird. Das können wir einmal kurz demonstrieren. Im Moment ist es so, dass ich sage, okay, Quality 90% und das Originalbild muss größer sein als das, was ausgegeben wird. Ich ändere mal kurz hier die Einstellung und ändere das mal auf 600 und 400. Hier ist unser Beitrag, das Bild. Ah, ich muss natürlich auch reingehen, ne? Habe ich das doch irgendwie, warte mal. Lass mal wieder schön hier. Da, man hat es gerade gesehen, ist größer geworden. Ne? Und ich kann jetzt über die Einstellung hier zum Beispiel auch sagen, crop mir das Ganze bitte auf das Endformat. Ich will genau 400 oder 600 mal so und so haben. Dann soll er mir das Bild bitte croppen und dann sieht das so aus. Und das Schöne ist, es wird gecached. Das heißt, wir haben hier in dem Ordner Images einen Ordner Cache und hier wird mit SEO-technisch ist das, sag ich mal, ne? Da gibt's aber, da sitze ich noch dran, da werde ich noch was basteln. Aber ich nehme diesen ganzen Pfad-Images, wo das Originalbild ist, und hash das Ganze. So dass dann auch wirklich, wenn ein Bild, normalerweise, wenn wir jetzt zwei Bilder haben und die heißen beide gleich, und das sind aber zwei unterschiedliche Bilder und die liegen in unterschiedlichen Ordnern, und ich würde den Dateinamen hier nur reinspeichern, dann würde er das überschreiben. Deswegen muss ich das hashen mit den ganzen Dateipfaden. Dann wird noch hier rangehängt, welche Größe das hat und welchen Crop-Faktor.
Und dann wird das Ganze gecached. Und das Schöne ist, das Plugin kann auch externe Bilder runterladen. Das heißt, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, ich bin hier auf Google, habe ich schon drin, wie scheuert, ey. Joomla. Ich google Google, ja. So, wir haben jetzt hier, keine Ahnung, dieses schöne Bild, das ist auch eine vernünftige Größe. Originalbild, habe hier das Bild drin. Jetzt kann es gleich zu Problemen führen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Jetzt gehe ich hier auf Inhalte, Beiträge, gehe hier auf mein Bilder verkleinern Bild, mache den Editor an und sage hier hinter dem Bild möchte ich ein anderes Bild haben, und zwar das. Jetzt muss ich natürlich bei der Klasse noch Test Image, glaube ich, hinterlegen. Ich kann auch eine neue sagen, ich kann auch ein Remote sagen. Was? Are you sure? Bla. Da unten ist jetzt das Bild drin im Beitrag, in der und der Größe. Und jetzt hatte ich das, wie habe ich das Bild genannt? Hat es jemand eben gerade aufgepasst? Remote. Genau, okay. Ach so, ja, ja, stimmt. Ja, danke. So würde es aussehen, ne? Wenn ich jetzt in das Plugin reingehe und sage hier, hier haben wir auch diese schönen Repeatable-Felder wieder, und sage hier Remote und sage hier 200 mal 200, Inside, in der und der Qualität, speichere das ab, sage hier Speichern. Jetzt lädt er das Bild runter, das macht er einmal, lädt das Bild runter, cache das Ganze und man hat es jetzt in dem Remote-Ordner. Das heißt, man hat das Bild hier drin. Das kannst du ja selber programmieren. Und das Schöne ist, das Plugin, ja, das kannst du machen, aber Kernding ist wirklich nur, dass das Ding wirklich die Bilder verkleinert und verarbeitet. Und ja, aber du könntest jetzt über diesen Override, den du gemacht hast, jetzt kommt das andere nämlich wieder, das Plugin, du sagst, okay, du hast hier 10 Felder für eine Galerie. Da kannst du deine Bilder reinpacken. Und du kannst, wenn man sich das Plugin nämlich anguckt, das ist ein System-Plugin, da kannst du Plugins, System, Resize, da gibt es eine Funktion Resize.php. Und du könntest dann nämlich einfach mit Required Once diese die Klasse reinladen und kannst dann mit New, bla bla bla, die Geschichte, da gibt es auch noch eine Doku dazu, ist aber ein relativ neues Plugin, könntest du dann in deinem Override, in dem Template-Override, die Bilder dir holen aus der Datenbank, aus dem Params-Pfad, und übergibst hier in deinem Template-Pfad den Namen. Das heißt, du kannst dieses Plugin auch extern irgendwo von benutzen. Ich kann mal ganz kurz mal ein Beispiel zeigen. Ich habe hier Komponenten, Views, Employees, Default. So, und hier mache ich das zum Beispiel. Resize, ja, ich bin drüber, ich weiß. Und hier sage ich, okay, du nimmst dieses Bild und mit der CSS-Klasse verkleinerst du das. Das ist die Klasse, das ist die ID, die du übergibst. Und damit funktioniert das. Ja, alles klar, ich mache mal Schluss.